Hallo, ich stelle euch heute einen ganz besonderen Film vor. Das ist nämlich einer meiner Highlights hier beim Filmfestival in Braunschweig. Und zwar ist das der wunderschöne Animationsfilm Die fabelhafte Reise der Marona von der rumänischen Regisseurin Anca Damian aus dem Jahr 2019. Den zeigen wir nämlich hier bei uns beim 35. Braunschweig International Film Festival in der Kinder- und Jugendfilmreihe. Und der Film liegt mir besonders am Herzen, da ich nämlich eine große Hundeliebhaberin, wie ihr euch vielleicht auch denken könnt. Und bringt mich nämlich auch schon zu dem nächsten Punkt, dass in diesem Film nämlich die Hauptdarstellerin kein Zweibeiner ist, sondern ein Vierbeiner. Oder besser gesagt eine Vierbeinerin. Die kleine Marona, die lässt uns sozusagen in ihr Hundeleben einblicken. Sie reist von Frauchen zu Herrchen zu Frauchen und lehrt uns eine ganz besondere Lektion des Lebens. Und das Schöne an dem Film ist, dass es ein Animationsfilm ist. Das heißt, er ist sehr, sehr bunt und hat wahnsinnig schöne Bilder, die super fantasievoll sind und uns einfach eintauchen lassen in eine ganz andere Welt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt beim Filmfestival und diesen Film euch anguckt. Aber der Film ist nicht nur was für die Kleinen, sondern auch für die Großen. Das heißt, packt gerne auch eure Großeltern ein oder die Großen können auch gerne ihre Patenkinder einpacken. Und gerne zum Filmfestival kommen. Und zwar ist das vom 1. bis zum 7. November 2021 hier in Braunschweig in den Kinos. Ich freue mich, euch zu sehen und sag: Film ab!